Hey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Live und Dankeschön, dass ihr hergefunden habt. Ganz wichtig, Freunde, wenn ihr Bock habt und Lust habt, könnt ihr sehr gerne meinen Creator-Code in Item Shop eintragen und es wäre auch mega, mega, mega nett von euch, wenn ihr einfach auf dieses Video ein Like da lässt, weil dann wird einfach das Video öfters empfohlen und ich würde mich mal freuen, wenn wir mal vielleicht auch die 5000 Likes auf einem Video schaffen. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Heute mit dabei ist der liebe Momo und der liebe Kaiser. Jungs, wie geht's euch? Gut. Ja, sehr gut. Also das Problem ist, Freunde, heute gibt es eine Zombie-Apokalypse. Es ist halt so, dass die ganzen Städte hier über uns und unter uns und überall um uns rum sind komplett mit Zombies bevölkert worden. Alles ist komplett aufgegessen worden. In Retail Row wurde komplett alles zerstört. Wir kommen gerade von dort. Und der Momo und der Kaiser, ich habe sie dann noch knapp gerettet, die wurden fast getötet von den Zombies. Und es gibt nur noch eine Stadt, und zwar diese Stadt hier, Lazy Lakes. Und nur noch in dieser Stadt können wir was machen, uns vielleicht Essen besorgen, neue Freunde treffen und vielleicht auch nette Leute, weil ihr müsst euch vorstellen, gibt es auch immer Gangs und so weiter, die gehen hier rein und töten alle. Jungs, wir müssen das jetzt auf jeden Fall so machen. Wir brauchen ganz viel Essen. Wir brauchen einen Schlafplatz für heute Nacht. Und falls ihr irgendwelche Leute trifft, die irgendwie euch nicht sympathisch kommen, dann müssen wir miteinander reden, okay? Ja, ja. Okay. Okay, perfekt. Dann kommt mal her. Lass mal hier auf jeden Fall Lazy Lake betreten. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig schwer, Jungs, dass wir auch jetzt alles hinter uns gelassen haben. Unsere Familien, unsere ganzen Menschen, die wir lieben, so, weil es ist halt einfach komplett Krise, was jetzt passiert ist. Aber wir können ja nichts dagegen machen. Es ist ein Virus und es ist halt einfach ausgebrochen. Also Leute, ich würde sagen, einer von euch geht hier in dieses Haus rein und einer von euch in dieses Haus rein. Und wir treffen uns ungefähr in 5 Minuten wieder hier. Und ihr sagt dann, was ihr gefunden habt und was nicht, okay? Okay. Bis gleich. Ja, Freunde, ich werde hier auf jeden Fall gucken, was ich hier in diesem Haus finde. Das scheint nach einem Hotel. Hier finden wir auf jeden Fall auch... Ey, geil, wir haben hier einfach einen Getränkeautomat gefunden. Ey, sehr, sehr, sehr geil. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Essen für die nächsten Tage. Hier ist eine Munition, hier ist eine Waffe. Die kann man immer gebrauchen bei einer Zombie-Apokalypse. Und ja, wir müssen auf jeden Fall mal schauen, was wir noch finden können. Also, es scheint nicht so als... Oh mein Gott. Okay, warte, hier ist eine Gang. Nein, oder? Hier werden 2 Leute von einer Gang festgehalten. Einer ist rot, einer ist Dooms Domain und der andere ist auch noch so ein Verbrecher. Oh mein Gott, was? Nach was schaut es denn hier aus? Hier ist ein Fischskin und so ein Kartonmädchenskin, die festgehalten werden von denen. Ich würde sagen, ich warte auf meine Leute, ich gehe jetzt wieder zurück und hole dann meine Leute und dann werden wir zusammen miteinander diese Leute dann einfach beschatten und gucken, was da passiert. Ey, krank, Mann. Ich hätte niemals gedacht, dass wir solche Leute einfach treffen. Ey, Momo, Bro, komm mal her. Digga, du weißt nicht, was ich gerade entdeckt habe. Vorne wird einfach so ein Mädchen und so ein Junge von einer Gang festgehalten und die wollen die wahrscheinlich töten oder so. Wir müssen auf Kaiser warten. Schnell, komm her, Bro. Ja, wirklich, Mann. Wir müssen jetzt dorthin gehen und das Mädchen und den Jungen eventuell befreien, weil, Digga... Wir müssen sie retten. Digga, wir können das nicht zulassen in der Zombie-Apokalypse, dass sowas existiert. Das ist gar nicht geil. Okay, wartet mal. Okay, lass mal zuschauen. So, kommt jetzt mit. Wir waren das nicht, wir waren Ihr das Ihr wisst nicht. Schon was, komm. Doch, hier... Warte, kommt da hinten hin, falls noch andere kommen. Kommt da ins blaue Haus. Bevor ihr noch andere sehen, wie wir unsere Beute ausrauben. Kommt rein und dann wisst ihr schon, was ihr machen müsst. Kleidung ausziehen und uns alle euer Essen geben. Alter, Digga, wie ehrenlos sind die denn? Bro, ich sag dir ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass wir sowas erleben. Und vor allem nicht in Lazy Lake, weil wir haben auch gehört, dass das einer der sichersten Städte ist. Und auf einmal erleben wir sowas. Digga, ich habe ein bisschen Essen gefunden, Automaten. Das haben wahrscheinlich diese Gang noch nicht gefunden. Unsere Aufgabe wird jetzt sein, dass wir diese Gang ausschalten und diese Menschen, die bei denen sind, vielleicht befreien und mit denen eine Kooperation schließen. Oh mein Gott, Jungs, Kaiser, erzählt mal, was habt ihr gefunden? Also, ich habe das hier, dann habe ich noch das. Boah, sehr geil, Digga. Steck alles ein, sehr gut. Und du, Momo? Ich hab ein Heilmittel gefunden, aber das ist nur einer. Den überlasse ich dir, weil du mein bester Freund bist und du mein Leben gerettet hast. Boah, ich küsse dein Herz, Bruder Ehrenmann. Alter, das ist der legendäre Heilmittel, Freunde. Ja. Und damit, wenn man von einem Zombie gebissen wird, muss man das auf die Wunde schütten und dann wird einfach die Wunde geheilt. Das ist halt einfach
Choc Güzel an der Stelle. Und schaut mal, Jungs, ich habe eine richtig geile Idee. Wir werden jetzt einer von diesem Haus und einer von diesem Haus hier rein und gucken, was die Gang mit den anderen Jungs macht, okay? So, let's go. Mein Gott, warte. Ich glaube, die sind im Keller. Ich weiß es gerade nicht. Jungs, kommt her, schnell, 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 schnell. Ich höre gerade was. Ja, die sind in diesem Haus. Jungs, wir müssen das kaputt machen. Lass uns dagegen hauen. Ja, warte, lass es mal kaputt machen. Warte mal, Jungs, passt auf. Versteckt euch auf jeden Fall, weil wenn die hier sind, dann werden die uns gleich... Okay, versteckt euch hier. Da. Mal sehen, so, was ihr hier habt. Ihr bleibt jetzt hier. Junge, warum du hast das Zusammenspielen in der Apokalypse? Gar nichts müssen wir. Wir sind zu dritt eine Gang und ihr seid so welche Loser. Mal gucken, was hast du hier? Hier, nichts, nichts. Oh, warte mal, sehe ich das richtig? Gib das her. Oh, Heilmittel. Wir haben Heilmittel dreimal für uns alle. Das heißt, wir sind immun gegen diese Zombies. Darauf müssen wir feiern. Ja, komm, let's go. Ja, hallo, geht's euch gut? Ja, kommt mal mit, schnell mit. Bevor die das noch merken, kommt einfach mit. Ihr müsst uns jetzt auf jeden Fall erzählen, was da gerade passiert ist und wie ihr überhaupt diese Gang getroffen habt. Kommt schnell nach oben, nach ganz oben, okay? Hier, wir gehen nach ganz oben. Okay, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall die Jungs getroffen und... Hallo, geht's euch gut? Ja, mir geht's gut. Die haben alle eure Sachen geklaut. Ich hab nur Ausfeld mit 2 Schuss und das bringt uns nicht. Och, Bro, es tut mir wirklich leid, ja? Aber schaut mal, wir werden auf jeden Fall diese Gang zerstören. Ihr könnt an uns glauben, das ist Kaiser und der andere hier ist Momo. Nimmt schon mal diese Waffe. Wir werden jetzt zu fünft eine Attacke auf diese Gang starten, deren ganzes Essen klauen und die dann einmal wirklich komplett zur Rechenschaft ziehen. Weil das, was sie gemacht haben, Alter, das wünsche ich nicht mal meinem Feind. Und das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Zombie-Apokalypse und die töten halt einfach ihre eigene Rasse. Sowas macht man nicht, versteht ihr? Ja. Deswegen kommt mal mit. Wir werden jetzt auf jeden Fall regeln. Ich werde jetzt hier bei denen klingeln und ihr versteckt euch hier, okay? Versteckt euch alle hier. Ich klingel da bei denen. Mal gucken, was die machen werden. Ob sie mich anfassen werden, ob sie mich reinlassen. Wenn sie mich entführen, dann kommt ihr mich einfach dann besuchen und mich befreien. Und danach werden wir diese Gang ausschalten, ja? Weil wir sind sowieso in der Überzahl, okay? Ja, das machen wir. Wir lassen dich nicht im Stich, Nathan. Okay, ich küsse dein Herz, Bro. Momo, Kaiser und an alle ihr zwei Neuen. Werdet ihr uns helfen? Klar. Okay, ja, Ehrenmänner und Ehrenfrauen. So, ich fange jetzt mal auf jeden Fall dahin zu gehen. Hallo? Warte. Leute, macht nicht auf! Macht nicht auf! Wer ist das? Ich gucke um, wer ist das? Hallo, ich bin ein Überlebender. Ich suche eine Gang. Ich bin ein Überlebender. Das ist ein OG-Skull. Oh mein Gott. Ja, Bro, komm rein, komm. Komm, für dich ist die Tür offen. Schau mal, ich suche eine Gang. Und zwar, ich habe hier mitbekommen, dass 2 Leute sind vorhin abgehauen. Und ich würde gerne in eure Gang aufgenommen werden. So, wer ist von euch der Anführer? Ich bin. Ja. Du bist der Anführer? Ja. Wie kann ich in deine Gang rein? Gang rein? Wir haben einfach so gegründet, weil wir uns getroffen haben und gegen die Zombies überlebt haben. Okay, jedenfalls, krass. Leute, sollen wir ihn aufnehmen? Ich meine, warte. Du weißt, er ist ein OG Skull. Und OG Skull, der hat wahrscheinlich übel viel. Das versuchen, mit ihm anzufreunden. Ja. Egal. Jedenfalls, ja, du kannst in unsere Gruppe kommen. In unsere Gang. Geil. Ganz kurz, ich habe hier für euch Heilmittel, ne? Das schenke ich euch aber sogar. Nein, danke. Wir haben auch schon etwas. Du kannst auch deins haben. Oh, danke schön. Das ist sehr nett. Geht mal kurz in den Keller. Ich werde jetzt gleich was zu essen machen, weil ich habe schon die Zombies gehört, okay? Okay. Okay, bis gleich. Hey Jungs, marschiert ein, schnell. Einmarschieren. Komm. Jeder Einzelne einmarschieren. Kommt schnell. Geht in den Keller und benutzt eure Waffen, schießt die an und die sollen einfach abhauen, okay? Die sollen Angst vor uns haben. Okay. Hä? Weg mit euch! Was? Nimm uns eure Waffen! Ey! Verschwindet von weg hier! Weg die hier! Sind zu fünft! Nein! Jungs, einer ist von denen tot, die haben jetzt Angst, alles gut, ihr dürft nicht mehr schießen. Wartet mal gucken, wo die hingehen. Ey, gebt uns euer ganzes Essen, wir wollen alles von euch. Wo seid ihr? Komm schneller weg hier aus der Stadt. Ey, bleibt stehen. Ich will euer Heilmittel sehen. Ihr kriegt uns nie. Heilmittel? Das kriegst du niemals. Ey, Jungs, stopp. Jungs. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall aufteilen. Ich und Momo. Ihr zwei, Kaiser und Mädchen. Und alles okay mit dir? Ja.
Okay, sehr gut. Wir werden uns das auf jeden Fall aufteilen. Dann werden wir die nochmal in eine andere Falle packen, weil die sind nur noch zu zweit. Und diesmal versuchen wir, dass wir befreundet werden, okay? Ich möchte nicht, dass sie uns hassen, okay? Versteht ihr? Bist du dir sicher, Nathis? Ja, Bro. Komm ein bisschen eklig rüber. Ja, vielleicht können wir mit denen befreundet sein. Wisst ihr so, das ist nicht korrekt, wenn wir immer so machen. Aber Nathis? Ja? Hast du nicht gehört, dass sie nur dein Essen klauen wollten? Egal, Digga, man kann immer Menschen helfen. Die sind bestimmt verzweifelt, deswegen wollten die sowas auch machen. Wir müssen mal gucken, wo die sind. Ich sehe die nämlich, die sind da oben. Die looten bestimmt das ganze Haus. Guck mal, ich habe hier auf jeden Fall für die Nacht schon mal ein Getränkeautomat gefunden. Hier können wir uns auf jeden Fall bedienen. Und zweitens, die sind hier in demselben Gebäude, in dem wir gerade sind. Wir werden jetzt auf jeden Fall die überraschen und fragen, ob die wirklich mit uns befreundet sein wollen. Wenn nicht, dann werden wir die aus Lazy Lake verjagen, okay? Ja. Warte, wo sind die? Hände hoch! Hände hoch! Was? Wie habt ihr uns gefunden? Schaut mal. Ich weiß, ihr habt Angst vor uns. Ich weiß, ihr seid in einer schwierigen Lage. Es tut uns auch wirklich so leid, dass wir einen von euch getötet haben. Aber wir haben jetzt nämlich eine Frage an euch. Wieso habt ihr als Gang diese zwei Jungs und Mädels angegriffen? Wieso? Wir suchen nach einem Heilmittel. Ihr findet ja kein Heilmittel. Indem ihr andere Leute quasi so, das verstehe ich nicht. Ihr findet doch nur ein Heilmittel, wenn ihr sucht und nicht, wenn ihr andere Leute angreift. Ja, vielleicht haben die etwas gefunden. Möchtet ihr aber mit uns befreundet sein, dann können wir gerne nochmal durch die Zombie-Apokalypse als eine komplette Gruppe gehen. Schaut mal, die Zombies kommen jetzt auch bald nach Lazy Lake. Alleine werdet ihr es nicht schaffen und wir können noch Verstärkung brauchen. Und zweitens, wir haben genug Essen für alle. Wir können ja auf jeden Fall dann als Team überleben. Hättet ihr Bock? Aber, was meinst was du? Ist, wenn wir kein Essen mehr haben, wenn es nicht für uns alle reicht? Ich meine, wir sind eine große Gruppe. Nein, wir werden schon immer Essen finden. Wir haben auch einen Getränkeautomaten gefunden. Es gibt noch viele Städte, die wir ausbeuten können. Ich habe gehört, dass da vorne noch eine Stadt namens namens Misty Meadows stattfindet. Und ja, da können wir da nochmal vorbeischauen auf jeden Fall die nächsten Tage. Okay, dann hier euer Heilmittel zurück. Jo, für sehr euch. Gut, danke. Jeder nimmt jetzt auf jeden Fall etwas. Und ich würde sagen, für die nächsten Tage kommt mal mit. Werden wir die nächsten Tage hier in diesem Haus auf jeden Fall verbringen. Denn ich habe gehört, dass die Zombies auf jeden Fall Angst vor Pistolen und so haben. Also ihr müsst die immer in den Kopf schießen, falls welche kommen. Und dann schaffen wir das auf jeden Fall. Also, aber auf jeden Fall, Gangangriff wird es nicht mehr geben. Habt ihr verstanden? Wir sind jetzt eine gemeinsame Gang und das wird dann auch so bleiben. Und ganz, ganz, ganz wichtig, ich möchte auch ehrlicherweise mit euch nicht mehr so viel Kacke machen, ja? Wir werden jetzt nur noch anderen Leuten helfen, wenn wir die finden. Wir werden keine Angriffe mehr starten, weil das ist ehrenlos. Ansonsten sucht sich jeder ein Zimmer aus und heute Abend geht's dann los, weil tagsüber können wir dann schlafen und nachts müssen wir aktiv bleiben, nicht dass Zombies kommen, ja? Okay. Perfekt, ja. Wollen wir vielleicht zusammen in ein Zimmer gehen? Nein, Bro. Was laberst du? Oh, schade, Marmelade. Okay. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ich sag euch ehrlich, das war's mit der ersten Folge von Fortnite Live. Und die Zombie-Apokalypse ist auf jeden Fall richtig krass. Es bricht noch alles auseinander. Falls ihr Lust habt auf den nächsten Teil, dann macht bitte die 5000 Likes voll. Dann mache ich sehr gerne für euch einen zweiten Teil. In diesem Sinne, viel Spaß mit den nächsten Videos, die auf meinem Kanal kommen. Ihr könnt auch sehr gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, dies, das. Auf Zweitkanal bin ich auch immer aktiv. Und falls ihr meinen Creator-Code eintragt, den ich heiße I'm Natus als Supporter-Creator, ich würde mich persönlich sehr, sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, Kuss geht raus. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao, ciao.